Fotografen, Presseleute, passt auf euch auf. Los geht's. Gewinnt den Start von rechts. Nachdem erst der Thomas Anacleto sehr pünktlich loskam, war Albers dann auch nochmal auf die 3. Willi Albers vorne vor Thomas Anacleto, Terry Callaghan und Mike Martin. Jakob Kubicek kommt nicht wirklich weiter nach vorne, hängt jetzt hinter Galotta fest und hinter ihm Hans-Willi Egli. So, der Thomas Anacleto, der möchte weiter nach vorne. Das kann er sicherlich nicht auf der Geraden machen, weil er da von der Proa her nicht mit kann. Aber aus dem Grund das wird schon. John Fürberg hat bislang jedes Auto schnell autocrossnederland.nl, alles zusammengeschrieben, da gibt es viele schöne Bilder aus dem Beginn. So, jetzt versucht es der Thomas Anacleto von außen. Willi Albers lässt sich aber nicht auf dieses Spielchen ein. Ich glaube, das war ein Fehler. So, Kubicek hat Galotta. So, Willi Albers bremst in den Kurven immer ein bisschen ein, damit er dann hier, wenn es auf die lange Gerade geht. So, jetzt ist aber daneben der Thomas Anacleto. Schikane. Oh, und da ist alles nochmal gut gegangen. Wahnsinn. Galotta reißt sie hinten ein Rad ab, hinten links. Kann nicht mehr mit. Und da ist es schon die letzte Runde und Terry Callaghan wirft durch diese Aktion ein gutes Ergebnis weg. Gewinnt Thomas Anacleto noch? Nein! Ja. Willi Albers gewinnt den dritten Vorlauf. Warte dann auf der 3.